haben, das ist der Dachgeschossausbau und das Aufstocken, genauso wie das Verdichten, indem eine Brache genutzt wird, oder große Wohngebiete, die nun nicht in der Innenstadt zur Verfügung stehen, neu entstehen, wenn man an Lichterfelde Süd denkt oder an Pankow denkt, die Elisabethaue, wo dann 2.000, 3.000, 4.000 Wohnungen auch entstehen können. Das gehört alles mit zusammen. Wenn 40.000 Menschen pro Jahr in unsere Stadt kommen, ohne Flüchtlinge, dann bedeutet das, wir müssen mindestens 10.000 Wohnungen pro Jahr verstetigt in den nächsten 10 Jahren auch bauen. Und das geht nur über einen Maßnahmenmix. Und ich sage auch immer ganz klar, das ist für viele Berliner auch noch gewöhnungsbedürftig, aber man muss klar sagen, wir müssen unsere Flächen intensiver nutzen. Wir müssen auch höher und dichter bauen. Das gehört mit dazu, weil wir sonst nicht die entsprechende Anzahl an Wohnungen zur Verfügung stellen können. Und insgesamt zu dem Thema bezahlbarer Wohnraum, wie schaffen wir den? Dazu kann man sagen, dass wir in der SPD sehr darauf setzen, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften da ein aktiver Partner sind, noch mehr als bisher. Wir haben zu Beginn der Legislatur versprochen, von 270.000 Wohnungen auf 300.000 städtische Wohnungen zu kommen, durch Bauen und Kaufen. Wir haben jetzt rund 310.000 städtische Wohnungen am Ende der Legislaturperiode, also versprochen gehalten. Und das nächste Ziel ist, 400.000 städtische Wohnungen zu haben in den nächsten 10 Jahren. Neuen günstigen Wohnraum, gleichzeitig die Dachgeschosse auszubauen und Eigentumsbildung zu unterstützen, das sind die Dinge, die für uns wichtig sind. Wenn 40.000 bis 50.000 neue Menschen nach Berlin ziehen, aber in den Jahren, in denen der jetzt regierende Bürgermeister Verantwortung hatte, jedes Jahr knapp 10.000 Wohnungen nur neu in Berlin gebaut wurden, dann ist es eine einfache Rechnung zu verstehen, dass das nicht ausreichend ist. Und dabei nur die Mieten zu begrenzen und Mietpreisbremsen einzuführen, führt ja noch nicht dazu, dass für die neuen Menschen, die in die Stadt kommen, neue Wohnungen da sind, sondern die Wohnungen fehlen weiterhin und der Druck auf den Mietenmarkt ist weiterhin enorm, insbesondere wenn neue Häuser und neue Wohnungen entstehen, werden dort Höchstpreise und Höchstmieten aufgerufen. Und deswegen kommt es aus unserer Sicht vor allem darauf an, das Angebot zu verstärken, wenn die Nachfrage größer wird und die Gesetze des Marktes dabei eben auch zu beachten und dadurch dann wieder auch zu niedrigen und vernünftigen Mieten in Berlin zu kommen. Nur weil eine städtische Wohnungsbaugesellschaft 10.000 oder 15.000 Wohnungen vom Markt kauft, in einer Höchstpreisphase wie jetzt, entstehen ja nicht neue Wohnungen in Berlin. Sondern neue Wohnungen entstehen dann, wenn neue Wohnungen gebaut werden. Es ist richtig und gut, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften bauen. Wir sind da auch ganz unideologisch. Wir finden das auch richtig, dass wir städtisches Eigentum haben. Wir wollen auch nicht privatisieren. Aber es muss gleichzeitig auch die Möglichkeit geschaffen werden, dass der private Markt wächst. Denn nur mit einem zusätzlichen Angebot wird die Nachfrage gedeckt und damit der Preis stabilisiert. Zunächst einmal muss man, glaube ich, sagen, dass neuer Wohnraum, also der Neubau von bezahlbaren Wohnungen wichtig ist. Aber es ist auch kein Allheilmittel. Wir haben als Grüne immer gesagt, Neubau ja, aber muss auch was für die Mieterinnen und Mieter im Stand tun. Das heißt, wir müssen versuchen, soweit das Land Berlin, soweit das die Bezirke können, Mieterinnen und Mieter vor Mieterhöhung, vor Verdrängung zu schützen. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von denen der jetzige Senat nicht so Gebrauch macht, wie wir uns das wünschen würden. Ein Beispiel sind die sogenannten Milieuschutzgebiete, wo man beispielsweise die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verhindern kann, wo man Luxusmodernisierung verhindern kann. Wir plädieren dafür, diese Milieuschutzgebiete auszuweiten und sagen, wir müssen auch bei den Menschen, die in Bestandswohnungen wohnen, Sorge tragen, dass die, was diesen völlig außer Rand und Band geratenen Mietenmarkt angeht, nicht zum Opfer von solchen Gentrifizierungsprozessen werden. Neubau macht Sinn, aber Neubau macht auch nur dann Sinn, wenn die Wohnungen gebaut werden, die wirklich gebraucht werden. Der Senat hat ja in den vergangenen 5 Jahren etwa 30.000 Wohnungen gebaut. Das ist zu wenig angesichts der Tatsache, dass jedes Jahr zwischenzeitlich rund 40.000 Menschen in die Stadt kommen. Aber das eigentliche Problem war, dass der Senat Wohnungen gebaut hat oder hat bauen lassen, die letzten Endes für Menschen mit mittleren oder geringen Einkommen kommen, gar nicht bezahlbar sind. Naja, wenn es nach mir geht, eigentlich über die Stadt verteilt. So.
Wir haben die Möglichkeit, zum einen durch durchaus auch kreative Weiterentwicklung des vorhandenen Wohnungsbestands noch eine Menge zu machen. Potenziale sind längst nicht ausgeschöpft. Also die Frage beispielsweise, ob man in bestehende Häuser durch Dachgeschossausbau und durch andere Maßnahmen zusätzlichen Wohnraum schafft. Letztlich ist es natürlich auch die Frage, wir brauchen vornehmlich kleinere und mittlere Wohnraumgrößen, wie man durch Wohnumbau und die Schaffung barrierefreien Wohnraums was hinbekommen kann. Und zum Teil, meine Erfahrung ist, mit den Leuten rechtzeitig gesprochen, sie auch einbezogen bei der Entwicklung des Kiezes, wird es auch hier und da Nachverdichtungen geben. Und die Leute wehren sich da auch nicht wirklich gegen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es über ihre Köpfe hinweg passiert. Wir haben hier tatsächlich eine ganze Menge auch an neuem Wohnungsbau zu leisten. Mir ist wichtig, dass das nicht im Dienste der Immobilienlobby passiert. Also hier drehen sich ja viele Kräne, sehen Sie doch. Bloß welche Kräne drehen sich da, für wen drehen die sich? Und was entstehen dort für Wohnungen? Entstehen dort Wohnungen für die Berlinerinnen und Berliner, die dringend Wohnraum suchen? Oder sind das die Kapitalanlage für die Globetrotter, die finden, dass sie mangels anderer Anlagemöglichkeiten in der Boomstadt Berlin jetzt gerne mal eine Eigentumswohnung hätten, die sie dann vielleicht in 10 oder 15 Jahren für den doppelten oder dreifachen Preis weiterverkaufen können? Das ist nicht die Form von Wohnungsbau, die wir hier in Berlin brauchen, sondern tatsächlich den durch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften betriebenen. Und da muss ich sagen, also die 1600 jährlichen Wohnungen, die Herr Geisel jetzt angekündigt hat, die er in den nächsten 10 Jahren bauen will, was dann summa summarum 16.000 Wohnungen macht, mit einem Einstiegspreis von 6,50, sprachen wir schon drüber, das wird es nicht bringen. Sondern was wir vorgeschlagen haben, ist zu sagen, die Eigenkapitalbasis der Wohnungsbaugesellschaften müssen wir jährlich, und das haben wir jetzt auch im Haushalt schon beantragt, also das Geld war auch da, um 200 Millionen aufstocken, mit dem Ziel, Stück für Stück tatsächlich im unteren und mittleren Preissegment die Wohnungsbestände auszubauen. Die Gentrifizierung schreitet voran. Ich habe vorhin auch schon deutlich gemacht, dass bestimmte Dinge hätten viel schneller gehen können und eigentlich auch viel schneller gehen müssen. Nun haben wir aber den Salat, wie er ist. So. Wir haben also jetzt nur noch die Möglichkeiten, über Bebauungspläne, über Milieuschutzsatzungen oder eben auch über die qualifizierte Entwicklung von neu zu erschließenden Flächen, was ja hier in der Stadt auch da, hier und da passieren wird. Die Möglichkeit, von vornherein anders ranzugehen. Wohneigentum bedeutet auch Zukunftsvorsorge. Und deshalb denken wir, weil Wohnungsbaugenossenschaften ja nicht gewinnorientiert sind und die Mieter im Prinzip Anteilseigner der Wohnungsbaugenossenschaft sind, dass man über diese Wohnungsbaugenossenschaften Wohneigentum erwerben kann und natürlich auch Wohnungen bauen. Der zweite Punkt ist, dass wir beispielsweise auch den Berlinern die Möglichkeit geben wollen, dass sie über ihren Mietzins beispielsweise auch Wohneigentum erwerben können. Das Problem beim Erwerb von Wohneigentum, wenn man das so macht, ganz normal, ist meistens, dass viele, viele Familien diese 20% Eigenkapital nicht aufbringen können. Da haben wir die Vorstellung, dass man beispielsweise diese 20% vorfinanziert über die Investitionsbank Berlin, ja, und dann dieser ganze Abtrag über die Miete wieder zurückgezahlt wird. Da muss man sicherlich ich sag mal, auch Bremsen einbauen, dass Wohneigentum nicht zu früh wieder veräußert wird, um da beispielsweise auch Gewinne zu machen. Beispielsweise könnte man eine Bindungsfrist von 10 Jahren machen. Und der dritte Bereich, den wir überhaupt nicht vernachlässigen dürfen, ist der private Sektor. Und natürlich müssen wir auch Anreize schaffen, dass der private Sektor Wohnungen in Berlin baut. Da haben Sie natürlich solche Dinge wie Mietpreisbremse, ist nicht gerade attraktiv für private Wohnungsbauer. Ich weiß nicht, wie stark die Gentrifizierung in Berlin ist. Das ist so ein modernes Schlagwort und das wird ja nun auch überall herausgespielt. Ich habe keine Zahlen dazu. Ich halte es für falsch, dass natürlich hier Luxuswohnungen in Bereichen gebaut werden, die möglicherweise attraktiv werden und wo dann Mieter quasi auf die Straße gesetzt werden. Sicherlich muss man etwas dagegen tun. Aber in der Regel ist es auch so, dass man auch diesen Bereich erstmal untersuchen muss, ob er tatsächlich, und da habe ich keine Zahlen, kann ich Ihnen wenig dazu sagen. Aber Mieten ist ja ein Indikator für Gentrifizierung, ja. Und man sieht ja die Mietpreisspiegel. Sie haben natürlich diese erhöhten Mieten, weil sie einen Wohnungsmangel haben. Sie wissen das auch, in der Betriebswirtschaft richtet sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Ja? Und wenn Sie ein knappes Angebot haben, und die Nachfrage hoch ist, haben Sie natürlich automatisch ein Ansteigen der Mieten. Das wird sich dadurch ändern, dass Sie genügend Wohnraum schaffen, ausreichend Wohnraum, dass im Prinzip die Vermieter auch in einen Wettbewerb zu anderen Vermietern treten müssen. Und dann kommen Sie auch wieder auf vernünftige Preise. Neubau, Umbau, Ausbau. Das ist ganz entscheidend, dass wir mehr Wohnraum in dieser Stadt schaffen.
um die Miete zu senken. Ich gehe an die Baustandards ran, das heißt an die Landesbauordnung, reduziere Standards und ich beschleunige Verfahren. Dann habe ich zwei wesentliche Stellschrauben gedreht, um dazu beizutragen, dass wir schneller bauen und damit mehr bauen, was notwendig ist, um mehr Angebot zu haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Kosten reduziert und kann damit auch günstiger anbieten. Dann müssen wir kreativ werden und müssen auch zulassen, dass wir den ein oder anderen Kiez mal neu denken und sagen, ist denn die Traufhöhe aus dem 19. Jahrhundert noch relevant? Also das heißt die Geschosszahl. Oder könnten wir uns durchaus vorstellen, in Charlottenburg-Wilmersdorf beispielsweise oder in Friedrichshain-Kreuzberg oder in Pankow, in dem ein oder anderen Kiez, in der ein oder anderen Straße noch ein komplettes Dachgeschoss draufzusetzen. Ja. Zu was führt denn das? Das führt dazu, dass derjenige, der dort in der zweiten oder dritten Etage wohnt und seinem Kiez total verbunden ist, weil wir Berliner sind nun mal Kiezmenschen, sagt, Mensch, dann steht da ein Dachgeschoss jetzt. Ja, ziehe ich vielleicht darauf, kann es mir auch leisten. Natürlich ist ein Dachgeschoss immer etwas teurer, das ist gar kein Geheimnis. Aber damit wird natürlich auch wieder Wohnraum in zweiter und dritter Ebene frei. Mhm. Und wir haben außerdem noch ein Potenzial von 50.000 Wohnungen, wenn wir die bestehenden Dachgeschosse in Berlin ausbauen würden. Mhm. Also das Potenzial ist zu Genüge da, die Freiflächen sind da. Es scheitert im Tempo und es kostet am Ende mehr, weil Baukosten steigen.